unterwegs? Bus. Bus, ja. So, nach 2 Monaten Deutschland geht's wieder weiter mit Reisen. Aber wir verraten nicht wohin, oder? Also ich meine, wir verraten wohin, aber ich meine zu weh. Wir besuchen nach nämlich Norwegen wieder. Geht's und dann werdet ihr gleich sehen, wenn wir besuchen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Wiedersehen. Wir haben dich schon mal gesehen auf Weltreise. Und wir freuen uns so da drauf und wir verbringen wahrscheinlich 2 Wochen miteinander, ne? Ja, 2 Wochen. Jetzt, 30 genau. Fliegen wir zurück genau. Und dann geht's wieder weiter reisen mit der Family. Genau. Und wir freuen uns. Wir waren auch noch nie so wirklich in Norwegen. Also wir waren schon mal in Norwegen, aber immer nur so kurz. Ich war noch mal kurz in Schweden mit dir. Genau. Ich war noch nicht in Norwegen. Meine Cousine wohnt in Norwegen, meine Tante. Vielleicht besuchen wir die mal schauen, wie es klappt, ob die Zeit haben. Ja, die wissen auch noch Bescheid. Cool. Und für Liam ist wieder voll cool, weil wieder was passiert. Action. Es passiert was, Liam. Liam ist so müde. Wir hatten ja gehofft, dass wenigstens irgendwie Norwegen ein bisschen Sommer ausgebrochen ist, aber mal schauen, vielleicht ändert sich's ja auch noch. Ich dachte, es wäre hier sonnig. Ich dachte auch. Und wisst ihr was, es sollen 16 Grad sein und wir haben nur für Liam eine Jacke eingepackt, obwohl wir gewarnt wurden. Strange birds in my tree, eyes bright as marzipan. Questions like twigs in their beak for me. Auf jetzt, Mama. Auf jetzt. Jetzt sind wir noch mal eine Stunde mit dem Zug unterwegs gewesen. Also wir sind, glaube ich, in 10 Minuten da, in Asker, wo auch immer das genau ist. Und da werden wir jetzt abgeholt von der Familie, die wir treffen. Liam schläft im Zug. Tschüss, gell? Und zwar hat der Liam, seitdem wir in Deutschland sind, voll die Schlafprobleme abends. Und ich wollte mal fragen, wie das bei euch war, als eure Kinder so um die 2 oder kurz vor 2 Jahren waren. Früher war es nie ein Thema, dass er abends immer um 7:30 eingeschlafen, egal wo, in Bali, in Singapur, in Hongkong, wurscht. Er war immer um 7:30 im Bett. Seitdem wir... Lysaker. Lysaker. Auf jeden Fall ist er halt überall richtig gut eingeschlafen und seitdem wir den Jetlag hatten, ist alles durcheinander. Wir kriegen den abends nicht mehr ins Bett und wir müssen jetzt echt mal gucken, was wir machen können. Vielleicht habt ihr Tipps. Vielleicht habt ihr auch irgendwie, könnt ihr uns eure Schlafrituale sagen?
Ja, wir suchen und, halt jetzt so ein bisschen so noch mehr Ritual. Ja. Wir gehen halt mittlerweile immer mit ihm raus an die frische Luft mit dem Buggy oder eine Runde spazieren. Das geht ganz gut, aber manchmal auch nicht. Aber der ist so oft dann auch drüber und dann ist es so voll schwierig und echt manchmal ganz schön anstrengend abends. Und, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich glaube schon, Liam ist seit bestimmt über einer Woche windelfrei. Das heißt, tagsüber gar keine Windeln mehr. Der sagt immer Bescheid, wenn der Große oder der Kleine muss. Außer nachts, da kriegen wir es noch nicht ganz hin. Aber ansonsten, ich bin so geflasht, weil ich dachte eigentlich, dass es noch ewig dauert, weil er eine Zeit lang sich so auch geweigert hat, wollte sich nicht so aufs Töpfchen setzen und wollte nicht abgehalten werden und so. Aber dann habe ich locker gelassen und plötzlich direkt hat es funktioniert. Und wer hat das gesagt mit dem Lockerlassen? Ja, der da. Der da hinter der Kamera. Ich habe nämlich gesagt, Sani hat gemeint, oh, der muss jetzt mal langsam windelfrei werden. Ich habe gesagt, chill einfach, der wird windelfrei, sobald er es für richtig hält. Ja, und ich glaube, der Stress macht, bringt gar nichts. Ja. Egal, was ist. Ich denke mal, dass grundsätzlich windelfrei zu machen von Kind auf immer gut ist und dass die Kinder viel nackt sind, dass sie es viel selber spüren und sehen. Aber im Endeffekt dann auch da chillen und sagen, hey, jeder hat sein eigenes Tempo und genau. Dann da locker lassen. Weil es bringt ja auch nichts. Es macht ja nur Stress, uns und ihm. Sag ich doch. Nächsten Monat. Ist der zweite Geburtstag. Ich glaube, dann müssen wir Tickets bezahlen für Liam, für den Flieger. Ja, aber zu teuer. Sollte man mal legen mit dem zweiten Kind. Ja, Großfamilie ist gar nicht so günstig. Wobei, es kommt immer drauf an wahrscheinlich im Endeffekt. Aber so viel wie wir für Essen ausgeben. Bio-Essen, vegan, das ist ich was, Nüsse, ist alles so teuer manchmal. Aber egal, es ist wert. Gesundheit ist das Wichtigste, Leute. Was ist das? Weiß nicht. Ja, voll. So schön. Ich wollte nur meinen Liam zeigen, der ist so süß. Der ist echt so süß. So süß schläft er. Guck mal, cool little dude. Wichtiger Tag. Wir steigen jetzt aus in Aska. Und jetzt könnt ihr raten, wen wir treffen. Jetzt vorher noch nicht. Jetzt vorher in den Kommentaren schon mal einen Kommentar abschicken. Und danach könnt ihr weiter uns kommentieren. Erstmal euren Tipp. Ach, schau mal, da sind sie. Da sind sie? Da sind sie doch. Nicht alle, nur ein Teil. Hallo. Na? Hi. Wie geht's? Hi. Schlafen. Na, alles klar? Seid ihr zu zweit? Ja, nur wir beide. Na, Liam, kennst du die noch? Ich hab noch einen Schlafschatz. Der muss noch etwa aufmachen. Na, Liam? Fühlt sich wohl? Süß. Das gefällt dir, gell? Eigener Sitz. Du bist doch hoch jetzt hier. Das sitzt so angespannt da drin irgendwie. Das Nackenhörnchen. So. Als ein kleines Kind wird man sehr leicht geprägt oder beeinflusst. Und da bleiben Sachen das ganze Leben, das kriegst du nicht so schnell wieder raus. I just wanna be something better than the next guy.